Nick, Bruder, das Ding ist, es ist gar nicht spektakulär. Wir haben Eli und ich uns kennengelernt. Er hat damals schon bei Tasmania gespielt gehabt und ich bin neu in die Mannschaft gewechselt. In der U17 war das. Und dann waren wir einfach Mannschaftskollegen so. Und da war eigentlich der erste Kontakt. Aber wir waren damals nie eigentlich so in einer Clique so. Ihr wisst doch, in der Mannschaft gibt es ja trotzdem immer noch so einzelne Gruppen. Wir waren jetzt nie so in einer Gruppe so. Ich war immer mehr mit den... Ja, keine Ahnung, kann man gar nicht so sagen. Aber... Also wir hatten nicht so viele Berührungspunkte, außer ein bisschen Fitness so. Da hat er mich immer manchmal so gefragt, so was ich da nehme oder irgendwas. Welche Supplements und sowas, wie ich trainiere. So, das war eigentlich immer unsere Konversation so. Immer wenn er in diesem Thema Fragen hatte, hat er mich immer so gefragt gehabt. Aber wir waren nie so, dass wir oft irgendwie so privat gechillt haben und so. Und dann, wo die Wege sich getrennt haben mit den Mannschaften und sowas, erst gewechselt, ich bin gewechselt oder so, dann haben wir uns einmal zufällig im Schwimmbad gesehen gehabt, im Blocho, nach ein paar Jahren. Und da war halt auch wieder Standard-Fitness-Talk, da war Eli noch so stabil gebaut, was er ja natürlich jetzt immer noch ist, aber damals war er stabiler. Es war eigentlich immer diese Konversation, so immer wenn er Fragen hatte bezüglich Fitness oder Supplements, hat er immer mich gefragt gehabt. Oder Timo hatte mich gefragt, weil ich hatte immer ein bisschen mehr Kontakt mit Timo als mit Eli. Und Timo hat dann immer Eli von mir erzählt gehabt, so, guck mal, was Arda jetzt macht und so bla bla bla. Und wo das dann angefangen hatte, dass es bei mir so ein bisschen ins Extreme gegangen ist, halt mit dem jeden Tag laufen gehen etc., hat das dann Timo an Eli erzählt gehabt. Da war Eli schon im E-Sport tätig und so und hat, glaube ich, auch schon gestreamt und war YouTuber und etc. Und genau, und dann hat er auf einmal eines Tages, ich lag so im Bett, ich kann mich genau noch erinnern, ich lag so im Bett und auf einmal so, ich will kurz vorm Schlafen gehen, habe ich auf einmal richtig viele Nachrichten bei Instagram bekommen für meine Verhältnisse. Ich hatte so 500 Follower oder so und auf einmal schreiben mir richtig viele DMs und ich dachte, scheiße, wurde ich gehackt oder was? So alle schreiben mir Maschine, Maschine, Eli Geller Army oder irgendwas, die ganzen Sachen. So irgendwelche Sachen. Und ich dachte, scheiße, ich habe erstmal gar nicht gecheckt, was abgeht. Und dann hat mir ein Kumpel, der dann, ein Bekannter, der dann im Eli Stream war zufällig, hat mir dann den Ausschnitt geschickt, wo Eli dann über mich wohl mein Instagram gezeigt hat und sowas. Und dann habe ich halt so ein paar Follower dazu bekommen. Also direkt verdoppelt. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen geschrieben gehabt, etc., so ein bisschen Kontakt gewesen. Und dann hat es das wieder so ein bisschen abgeflacht. Und dann kam halt die Sache mit Mickey, dass ich ja nach Hamburg gegangen bin. Und dann, ja, habe ich das Eli erzählt gehabt, er fand es dann voll cool, so, also überraschend, weil Mickey ja eigentlich auch nur auf mich aufmerksam geworden ist durch Eli. Und das mit der App, es kam dann sehr, so, sehr abrupt so. Er hatte, glaube ich, die Idee gehabt. Er hatte die Idee gehabt und hat mich in den Sportteil gesehen so. Hat mir da das Vertrauen geschenkt, weil er sich dachte, okay, in Sachen Sport und so vertraue ich am meisten Arda, würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann meinte er so, okay, komm, lass das zusammen machen. Und ich meinte, okay, direkt, let's go. Und dann fing alles an. Das war die Geschichte. Also nichts allzu Spektakuläres. Vielleicht habe ich, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber so war das ungefähr.